Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute diese Fläche verputzen mit einem sogenannten Reibeputz. Ich werde euch heute alles erklären, was ihr wissen müsst, und danach seid ihr keine Anfänger mehr, sondern Profis. Es gibt genau zwei Arten von Putze, und zwar die Silikonharzputze und die Putze auf mineralischen Basis. Welchen ihr verwendet, kommt immer ganz auf euer System an. Als nächstes müsst ihr wissen, das ist eine sehr dreckige Arbeit, deswegen deckt lieber mehr ab statt zu wenig. Denn beim Auftragen fällt schon Material herunter, und deswegen immer gut vorher alles schützen und abdecken. Und dann wäre da noch die Frage, wie bereite ich den Untergrund optimal fürs Verputzen vor? Erstmal kommen alle Altbeschichtungen sowie auch Tapeten und so weiter herunter, gegebenenfalls Spachteln, und dann wird mit einem sogenannten Putzgrund grundiert. Und hier ist es jetzt so, hier ist Trockenbau gespachtelt von Q1 bis Q4, das Video verlinke ich euch hier oben. Und den Trockenbau habe ich nachträglich grundiert mit Putzgrund. Warum? Damit der Putz anständig hält. Denn ihr könnt euch merken, je glatter der Untergrund, desto schlechter lässt es sich verputzen und so schlechter ist die Haftung. Der ein oder andere fragt sich jetzt, warum Putzgrund und nicht normaler Tiefengrund? Ganz einfach, bei normalem Tiefengrund ist die Oberfläche viel zu glatt zum Verputzen. Das heißt, wenn wir verputzen, ziehen wir den Putz wahrscheinlich stellenweise immer wieder ab, sodass glatte Stellen hineinkommen und unser Muster verfälschen kann. So, bevor es losgeht, setzen wir erstmal unsere Handschuhe auf. Und ein kleiner Tipp vorweg, den Putz gibt es einmal als Sackware, heißt im Sack, zum Anmischen, und einmal schon vorgefertigt in Eimern. Für Anfänger ist es besser, wenn ihr den aus dem Eimer nehmt, denn da ist schon alles fertig angerührt, der Putz ist nicht zu dünn, nicht zu dick und optimal für euch schon vorgefertigt zum Verarbeiten. Das heißt, ihr braucht den Eimer nur noch mal einmal kurz aufrühren und schon könnt ihr loslegen. Heute allerdings habe ich Putz aus dem Sack, aber das ist genau dasselbe, das ist nichts anderes, nur dass ihr selber entscheiden könnt, ob ihr den Putz dünner oder dicker haben wollt. So, dann nehmen wir mal unsere Kelle und werden dann allmählich anfangen. Hier habe ich einen Heber und hier habe ich eine Glättkelle, um erstmal den Putz aufzutragen. Ich mache es erstmal so, wie es die üblichen Leute machen würden. So, die üblichen Leute würden einfach wie hier drauf losspachteln, das ist schon mal falsch. Dadurch, dass unser Putz eine Körnung hat, können wir den Putz, beziehungsweise müssen den Putz sogar auf Körnung abziehen, um den danach später auch verreiben zu können. Und das ist ja viel zu dick auf der Oberfläche. Das heißt, einmal abziehen und schön mit Druck arbeiten. Kleiner Tipp von mir, das Aufziehen würde ich nicht so machen, von unten nach oben, sondern wir nehmen die Kelle so hier, denn so haben wir viel mehr Kraft auf der Kelle und das lässt sich so viel besser aufziehen. Und können uns den Putz dahin ziehen, wo wir wollen. Und wie gesagt, Putz ist eine dreckige Angelegenheit, deswegen deckt lieber wirklich mehr ab statt zu wenig. Immer wieder neuen Putz aufbringen. Habe jetzt die gesamte Fläche mit Putz aufgezogen und jetzt wird die gesamte Fläche abgezogen. Mit viel Druck, damit wir nur noch eine Kornstärke haben. Der Putz ist jetzt aufgetragen und das ist jetzt das Schöne, wir können einfach weitermachen, wir brauchen nicht warten, bis irgendwas getrocknet ist,
Und zwar werden wir jetzt den Putz verreiben. Und das machen wir mit einem sogenannten Reibebrett. Und das Reibebrett besteht aus Plastik. Und da werden wir jetzt damit das Muster hervorheben vom Reibeputz. Das heißt, wir werden die Fläche verreiben und dann entsteht das Muster. Und dann sehe ich immer wieder Handwerker, die bloß einmal reiben. Warum das so schlimm ist, kann ich euch sagen, wenn ihr bloß einmal reibt, bekommt ihr immer irgendwelche Schlieren hinein, beziehungsweise verfälscht es euer Muster. Wenn wir bloß hier einmal reiben würden, ob wir das Brett sauber halten oder dreckig lassen, wir bekommen immer irgendwelche Nester hinein. Und hier werden wir Qualität abliefern, hier werden wir es so machen, wie man es gelernt bekommt, wir werden zweimal durchreiben. Zweimal, beim ersten Mal werden wir Druck auf die Wand ausüben und einmal komplett durchreiben und beim zweiten Mal immer mit einem sauberen Brett ein paar Mal reiben, dann immer wieder sauber machen und aber keinen Druck auf die Wand ausüben. Wir werden es nur leicht zwischen zwei Finger halten und sanft die Fläche damit verreiben, um das optimale Muster zu bekommen. So, da werden wir erstmal einmal grob durchreiben. Das war das erste Mal reiben. Natürlich sieht das jetzt schon mal gut aus. Der Putz verläuft jetzt auch noch ein wenig. Aber wenn man ein bisschen von der Seite guckt, sieht man immer noch abstehende Körner. Und beim zweiten Mal ganz leicht tun wir die jetzt perfekt in das Muster hineinarbeiten. Wir werden jetzt ein paar Mal verreiben und dann immer wieder das Brett sauber machen. Einwandfrei, super. Und wenn ihr denkt, ihr übt zu viel Druck auf der Fläche, dann nehmt das Brett einfach nur zwischen zwei Finger und versucht nicht das Brett an die Wand zu drücken, sondern gleitet einfach nur mal drüber. Das reicht völlig aus und früher oder später bekommt ihr dann schon das Gefühl für das Reibebrett. Das, was wir von dem Reibebrett abmachen, das ist sogenannte Schlacke und das macht ihr dann einfach in irgendeinen leeren Eimer oder Mülleimer, je nachdem. Aber nicht wieder zurück im Putz, denn wenn wir die Schlacke immer wieder in den Putzeimer zurück machen, dann wird unser Putz immer dünner und das verfälscht dann irgendwann mal unser Muster. So, das ist das Ergebnis. Sieht doch top aus, oder? Wenn ihr jetzt aber irgendwelche Fassaden machen möchtet, dann bitte aber mehr Leute sein. Bei kleineren Flächen, da reicht es, wenn man alleine ist. Aber wenn ihr draußen irgendwo arbeitet, dann bitte mehrere Leute. Denn wenn der Putz einmal angezogen ist, sieht man am Ende die Stellen, wo man angearbeitet hat. Beziehungsweise wo nicht nass gearbeitet wurde. Deswegen lieber mehr Leute und die gesamte Fläche durcharbeiten. Ihr wisst jetzt Bescheid, viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr irgendetwas habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das war's mit dem Video, euer Patrick. Ciao, haut rein!